Weihnachten ist eigentlich eine mega schöne Zeit, aber es kann auch eine Zeit voller Konflikte sein. Vor allem, wenn es ums Essen geht. Dann trifft man wieder die Familie oder Freundinnen und man möchte etwas kochen. Und wir alle kennen das, dann gibt es einen Veganer, in dem Fall ich, und man überlegt sich, was können wir kochen? Also die traditionellen Gerichte wie die Gans oder ähnliches fallen raus, etwas einfacher wie ein Fondue geht wegen dem Käse meistens auch nicht, also man kann natürlich veganen Käse nehmen, aber wenn ihr etwas Besonderes machen möchtet, dann ist hier was ganz, ganz Interessantes aus Mexiko. Hi, mein Name ist Matthias, man kennt mich auch unter Señor López und heute kochen wir Chiles en Nogada bzw. Paprika en Nogada, denn für dieses traditionelle Gericht braucht man eigentlich Chile Poblano und das findet man hier in den deutschen Supermärkten nicht. Deswegen nehme ich dafür grüne Paprika. Chiles en Nogada ist ein Gericht, was man für besondere Anlässe wie eben Weihnachten macht. Und das ist etwas komplex, aber ich versuche das so einfach wie möglich für euch zu machen. Und los geht's! Wir brauchen dafür grüne Paprikaschoten, eine Kartoffel, eine Zwiebel, zwei Tomaten, Knoblauch, einen Apfel und einen Burner. Chile Chipotle geschrotet. Beluga-Linsen, die sind super, die muss man nicht einweichen und das macht alles etwas bisschen einfacher. Mandeln, die wir in kleine Stücke schneiden, damit das nicht so große Brocken da drin sind. Rosinen, wenn ihr das mögt. Oliven, die wir auch in Scheiben schneiden. Eine Gewürzmischung, die genauen Gewürze seht ihr in der Beschreibung. Etwas Wasser. Kapern. Und für die Soße nehmen wir Walnüsse. Mandelmilch, die das alles etwas cremiger macht, ein Brötchen, Zucker und Weißwein. Achtet darauf, dass der auch vegan ist. Und zum Garnieren nehmen wir Petersilie und Granatapfel. Ich habe hier gefrorene genommen, das ist kein Problem, die tarn auch später auf. Und wir starten damit, dass wir unser Ofen vorheizen auf 220 Grad Umluft und tun unsere Paprikaschoten, die wir natürlich waschen, auf ein Backblech und werden unsere Paprikaschoten erstmal im Ofen rösten. Wir starten mit der Linsenfüllung und was wir machen müssen, ist erstmal unsere Linsen grundsätzlich gründlich waschen und aufkochen für ca. 25 Minuten, bis die zart sind. Jetzt werden wir unsere Tomaten rösten. Wie ihr seht, habe ich weder Wasser noch Öl oder was ähnliches genommen, sondern wir möchten hier, dass die Tomaten weich werden. Und das mache ich bei mittlerer bis mittlerer hoher Hitze. Und die müssen dann einfach etwas weich werden. Und die bekommen dann so einige schwarzen Stellen und werden weicher. Die schwarzen Stellen sind kein Problem. Ihr merkt einfach, wenn ihr die so ein bisschen zerdrückt, dass die weich sind. Und werden die dann mixen. Ihr könnt entweder die in den Mixer legen oder wie ich das hier mache, mit einem Pürierstab zu einem Brei mixen. Sieht super aus, sehr cremig und das wird später noch mit der ganzen Füllung noch etwas aufgekocht. Die Linsen müssten jetzt fertig sein. Und die lassen wir etwas über der Spüle abtropfen und auch etwas abkühlen. Und machen mit dem Rest der Füllung weiter. Also die Zwiebel haben wir jetzt fein gehackt und die werden wir mit etwas Wasser aufkochen, bis sie glasig sind. Fügen da noch den Knoblauch hinzu, den wir auch in kleine Stücke gehackt haben. Vermischen das alles und lassen das etwas weiter kochen. Dann fügen wir unsere Kartoffel noch hinzu. Ich habe die wirklich in kleine Stücke geschnitten, damit die auch schnell auch fertig sind. Ansonsten, wenn wir zu große Stücke nehmen, dann dauert das etwas länger. Und fügen dann nach 4 oder 5 Minuten, wenn die Kartoffeln etwas gekocht sind, auch unser Apfel und unsere halbe Birne, die wir genauso auch in kleine Stücke geschnitten haben, zu der Mischung hinzu und vermischen alles gut. Jetzt könnt ihr auch die Linsen hinzufügen.
Also achtet, dass ihr wirklich eine große Pfanne nehmt, dass das alles passt. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel, was wir hier zusammen kochen. Und müssen das alles immer weiter und weiter gut vermengen und gut vermischen. Und wie ihr seht, haben wir hier schon ziemlich unterschiedliche Zutaten, die man normalerweise wahrscheinlich gar nicht mal so gemeinsam verwendet. Aber es gibt einen echten guten Geschmack zwischen den Linsen und dann die Früchten und alles, was noch dazu kommt. Packt die Tomatensauce hinzu, vermischt alles und das lassen wir jetzt auch für ein paar Minuten weiter kochen, auch dass die Tomatensauce auch aufkocht und einfach besser schmeckt. Jetzt könnt ihr auch die Gewürze hinzufügen. Die Rosinen und die Oliven auch. Ihr könnt das alles salzen und vermischt das gut, dann habt ihr alle Geschmäcke auf einmal. Und an dieser Stelle ist es wichtig, dass ihr das einmal probiert. Dann könnt ihr schon sehen, wie das schmeckt und könnt gegebenenfalls noch ein bisschen Salz hinzufügen oder noch ein bisschen Pfeffer. Ihr habt hier ein bisschen Spielraum, das noch anzupassen. Vorsicht, das ist heiß. Also wir haben das jetzt eine ganze Zeit lang gekocht. Also pustet ein bisschen, dass das abkühlt und schmeckt das. Und wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen Salz hinzufügen möchtet, dann könnt ihr das hier machen. Diese Füllung an sich schmeckt ja schon super interessant, einfach weil wir so viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben. Und jetzt können wir uns auch der Soße widmen. Ich habe hier einen ziemlich harten Brot, ist ziemlich alt genommen, muss ich richtig zerbröseln und mit Kraft zerkleinern. Ihr könnt auch natürlich etwas frischere Brote nehmen, ist gar kein Problem. Und packt das entweder in einen Topf oder in einen Behälter, wo ihr das später mixen könnt. Ihr könnt das auch in den Mixer reintun. Ich nutze aber sehr, sehr gerne hier meinen Pürierstab. Wir weichen das Brot mit der Mandelmilch ein. Fügen die Walnüsse hinzu. Wie ihr seht, müsst ihr wirklich einen großen Behälter nehmen, ansonsten passt das alles nicht rein. Dann nehmen wir noch etwas Zucker und unser Schuss Weißwein nutzen wir nochmal. Ein bisschen Salz. Und pürieren alles. Wenn ihr seht, dass die Konsistenz zu hart ist oder zu bröckelig ist, dann könnt ihr auch natürlich mehr Mandelmilch nehmen, sodass das geschmeidiger ist. Wir wollen, dass wirklich hier eine cremige Soße entsteht. Wenn ihr auch Schwierigkeiten habt oder auch seht, dass das etwas noch sehr dickflüssig ist, dann nehmt wirklich mehr Mandelmilch. Ansonsten könnt ihr auch die Walnüsse vorher einweichen. Das macht das ganze Mischen etwas einfacher. Jetzt müssten auch die Paprikaschoten fertig sein. Nehmt die vom Ofen raus. Vorsicht, dass ihr euch nicht verbrennt. Das ist natürlich sehr heiß alles. Die müsst ihr schön geröstet sein. Und wir gucken jetzt, wie das hier aussieht. Wir wollen die entkernen. Dann macht einen Schnitt an der Seite. Und da könnt ihr dann mit einer Gabel oder mit einem Löffel die entkernen und alles von innen rausnehmen. Wenn ihr ein bisschen Schwierigkeiten habt, dann schneidet noch an dem Strunk heran, sozusagen, dann könnt ihr es mehr öffnen und da kann man das besser auffüllen. Wir packen das auf einen Teller, wir bereiten uns zum Servieren vor und auf diesen Teller tun wir dann ein Bett von dieser Soße, machen unsere Paprikaschoten auf und füllen die nach und nach mit der Linsenfüllung, bis die wirklich richtig, richtig voll sind. Wir haben sehr viel Füllung gemacht und das ist auch super lecker. Und wir füllen die. Am einfachsten ist dann auch, wenn ihr die Öffnung nach unten dreht. Und wir gießen dann noch etwas Soße auf die Paprikaschoten. Also seid großzügig. Die Soße ist ziemlich, ziemlich lecker. Und es sieht auch einfach sehr schön aus, wenn das alles weiß bedeckt ist. Wir bereiten uns jetzt zum Garnieren vor. Zerhacken da etwas Petersilie. Und tun das auf die Soße drauf. Und können dann noch die Granatapfelkerne dann auf die Paprikaschoten platzieren. Am einfachsten ist tatsächlich, wenn ihr das so mit einem Löffel macht, ihr könnt einzelne Stückchen nehmen, das sieht dann am schönsten aus. Und listo, fertig sind wir. Und nach diesem langen Kochen können wir endlich essen. Also hier schön von alles nehmen.
Richtig, richtig gut. Das ist wirklich eine Explosion vom Geschmack, weil du hast einerseits diese ganzen cremige Note mit der Nogada, dann das Fruchtige mit dem Granatapfel und diese Füllung, die schmeckt einfach nur nach Weihnachten. Wie hat euch das Rezept gefallen? Probiert das gerne aus, kocht das nach, schreibt mir eure Kommentare, ich freue mich sehr darauf. Und wenn ihr euch auch für vegane und mexikanische Rezepte interessiert, dann abonniert diesen Kanal.